Also meine drei Tipps fürs mehr Glücklichsein im Alltag sind: Nummer eins, alles hat die Bedeutung, die man ihr gibt. Also das heißt, wenn du der Sache viel Bedeutung gibst, dann hat sie auch viel Bedeutung. Wenn du ihr wenig Bedeutung gibst, dann hat sie auch wenig Bedeutung. Und wir geben den Dingen normalerweise viel zu große Bedeutung. Und wenn wir ein halbes Jahr später schauen und sagen, wow, was habe ich mich damals aufgeregt und wie hat mich das... Also ich versuche den Dingen die Bedeutung zu geben, die es auch verdient. Und meistens ist es gut, den Dingen vielleicht ein bisschen weniger Bedeutung zu geben, dann kann man viel, viel besser leben. Nummer zwei ist früh aufstehen. Ja, einfach früh aufstehen, machen, nicht drüber nachdenken, ich bin müde und ich habe wenig geschlafen oder was auch immer. Einfach raus, machen, losgehen und sofort wissen und am besten gleich irgendwie in der Früh Sport machen. Weil später macht man es nicht mehr, sondern das, was man sich vornimmt, gleich in der Früh. Ich mache meine ganzen Trainingseinheiten meistens ganz früh und alles, das ich mir so vornehme, gleich in der Früh, dann ist abgehakt und dann kann der Tag eigentlich nur noch verdammt gut werden. Weil wenn ich so in der Früh irgendwo auf dem Berg stehe, um 7 oder 6 Uhr oder meinetwegen sogar 5 Uhr morgens, dann kann nichts mehr schief gehen. Und der dritte Tipp, ein gesundes Leck mich am Arschgefühl, würde ich sagen. Ein gesundes Leck mich am Arschgefühl im Sinne von, auch das geht so ein bisschen in die Bedeutung, aber alles nicht so ernst nehmen. Also wie gesagt, am Ende hat es hier wenig Bedeutung und es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich natürlich auch die eine oder andere Nahtoderfahrung leider hatte. Und ich glaube, wir haben so eine wunderbare Welt. Wir leben besser als jede Generation vor uns. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Und dieses Bewusstsein, dass wir halt jeden Tag diese 24 Stunden haben und wir alle gemeinsam haben, dass wir die irgendwann nicht mehr haben. Das ist dieses maximale Mitnehmen auch vom Tag und zu sagen, hey, jeder Tag ist ein Geschenk und let's go.